Höchste Zeit, ein Held zu sein! Gib auf, Nacht-Ninja, und gib den Streitwagen zurück! Niemals! Er gehört jetzt mir. Genau wie diese Ninjalinos. Sie werden dir niemals gehorchen. Ninjalinos, es tut mir leid. Wirklich. Ich bin nicht eure Anführerin, nur jemand, der eure Hilfe braucht. Oh, huhu. Erspar uns dein Geheule, Piepmatz. Beachtet sie gar nicht. Ich bin euer Anführer. Was? Was ist da los? Wir sind zu schwer. Springt alle raus. Sofort. Wovor habt ihr denn Angst? Ihr seid Ninjas. Alles wird gut. Und jetzt springt. Oh nein, er befiehlt ihnen zu springen. Wir müssen ihn retten. Ich hab dich. Gut, alles okay? Seid vorsichtig, ich muss lenken. Na gut, Ninjalinos. Ja, es tut mir leid. Vielleicht war ich doch etwas zu streng mit euch. Kommt her. Kommt zu mir. Oh, ich hab euch auch lieb, meine Ninjalinos. Du bist ja doch nur ein Schmusebär. Das reicht jetzt. Gehen wir. Zeit, ein Held zu sein und auf euch zu hören. Naja, wenn du weiter von Romeo ferngesteuert wirst, kannst du ihn ablenken und wir kümmern uns um den Turm und die Schüssel. Befolgen wir euren Plan. Fertig. Und jetzt springt alle. Okay, genug gespielt. Ich muss jetzt zum Rathausplatz. Von dort aus wird mein Signal alle erreichen. Und wenn ihr mir folgt, drücke ich wieder auf meine Fernbedienung. Hey, Romeo! Ich bin der unkontrollierbare Catboy und ich werde dich aufhalten. Nur im Traum, Katzenklo-Bubi. Und weil du glaubst, du könntest mich aufhalten, werde ich dich mitnehmen. Du kannst zusehen, wie ich die Weltherrschaft übernehme. Los! Handstand, Flieger, Handstand! Und jetzt komm mit! Hey, Romeo, wie wär's, wenn du mich hoch in die Luft springen lässt? Gute Idee. Hoppidi, hoppidi, ho! Juhu! Super Gecko Muskeln! Hey, was hältst du von Pirouetten? Pirouetten? Gefällt mir. Ja! Was? Romeo, ich wette, du kannst mich nicht tanzen lassen. Ich kann auch tolle Saltos. Der Rathausplatz, Zeit für das Böse. Okay, sie zieht genau auf Romeo. Und was willst du mich jetzt noch machen lassen? Mal überlegen. Oh ja. Nein, nicht ich. Das darf doch nicht wahr sein. Niemand wird gern ferngesteuert, Romeo. Und wenn du anderen was wegnimmst, was dir nicht gehört, musst du es zurückgeben. Wie kannst du es wagen, mich zu steuern? Findest du es nicht auch unangenehm, wenn sich Nachtschurken beschweren? Du hast recht. Und jetzt kannst du uns helfen, die gestohlenen Fernbedienungen und ihre Bauteile zurückzubringen. Vergesst nicht die erste phänomenale Romeo-Fernbedienung. Hey, die Teile für unsere Hubschrauber-Fernbedienung. Danke, Romeo. Und danke, Leute, für diesen hervorragenden Plan. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Super Gecko Muskeln! Okay, Catboy, halt dich an meinem Fuß fest. Und wenn ich flieg rufe, Gecko, schnappst du dir den anderen. Okay, hier kommt die Überschall-Eulette. Auf die Plätze, fertig, flieg!
gemacht, Eulette. Ich übernehme die Weltherrschaft auf dem Boden und in der Luft. Roboter, her mit dem Teil. Eine Minute noch. Gib es mir. Ich bin gleich fertig mit dem Level. Catboy, bewache du Romeo und den Roboter, während ich Gecko ganz leise zum PJ-Hauptrechner fliege und die Nod absetze. Gut, dann deaktiviere ich die Rakete mit Hilfe meiner Super-Gecko-Tarnung. Eine Minute noch. Na gut, aber dreh den Ton leiser. Super-Gecko-Tarnung. Was? Oh, ich hätte wissen müssen, dass dieses Ding unzuverlässig ist. Denn ich hab's nicht gebaut. Stimmt's, Roboter? Ach, vergiss es. Zumindest wird das Hauptquartier für immer zerstört. Los geht's. Was? Nein! Gute Reise, Romeo. Dein Teleporter ist bei uns gut aufgehoben hier im Hauptquartier. Beeil dich, uns bleiben nur noch Sekunden. Wir haben es geschafft. Das Hauptquartier ist sicher. Oh, diese Pyjama-Plagegeister machen mich so wütend. Roboter gewinnt. Das mache ich wieder gut. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Und jetzt werde ich... Hey, seht! Birdie! Birdie, ich verspreche, ich lasse dich nie wieder im Stich. Ich baue dir ein Nest, füttere dich und bring dir jeden Tag was bei. Wir werden beste Freunde. Hey, was klingt hier so komisch? Was ist denn hier los? Ihre Mondmagnetkräfte fangen an zu wirken. Das Hauptquartier zieht alles an. Die Tore halten nämlich lange stand. Wenn alles auf einmal auf das Hauptquartier fliegt, könnte es kaputt gehen. PJ Masks, wir müssen dem ein Ende bereiten. Bring dich in Sicherheit. Du willst uns helfen? Na gut, dann los. Gecko! Komm schon, wir schaffen das. Das glaube ich kaum. Nichts kann mein mondbetriebenes Hauptquartier stoppen. Mit meinen Mondkristallen da drin gehört alles bald mir. Oh, seid ihr beiden jetzt doch Freunde? Ja, und Birdie und ich werden dich aufhalten. Eulette, wir kümmern uns um das Tor. Flieg du ins Hauptquartier und schalt den Strahl ab. Ha, die Türen sind magnetisch verriegelt. Da kommst du niemals rein. Wir müssen einen Weg ins Hauptquartier finden. Du hast einen Plan? Okay, Birdie, ich glaub an dich. Hä? Was wirst du jetzt tun, Federvieh? Au! Oh, du nerviger Vogel! Komm her! Ah, hey! Gut gemacht, Birdie. Ich helfe jetzt Catboy und Gecko. Kannst du den Mondstrahl ausschalten? Mich besiegt ihr nicht, ihr lächerlichen Pyjama-Helden. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Möchte ich jetzt Bürgermeister Romeo werden oder König Romeo? Oh. Meister, das sollten Sie sich ansehen. Was? Mein Labor bewegt sich? Das ist unmöglich. Es ist nicht geladen. Uah! Raus da, raus da! Roboter! Super Katzentempo! Was? Warum fährt es nicht? Es hat sich doch gerade bewegt. Ja, es hat sich bewegt, dank meiner Super-Gecko-Kraft. Ihr habt mich reingelegt. Meine Box. Nein! Meister, vergessen Sie nicht. Die Fall. Ah!
alles in Ordnung? Mir geht's gut, solange wir nicht wieder auf eine Falle treten. Meine Megabox des Bösen! Sie funktioniert noch. Wirklich? Hey, mein Labor ist aufgeladen. Es hat funktioniert. Die Stadt ist wieder normal. Ich komme wieder, PJ Masks. PJ Masks ruft laut Hurra. Vorbei ist jetzt mit der Gefahr. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Lasst uns diese Parade retten. Superkatzen-Tempo. Was? Ninjalinos, in Position! Jetzt werden wir sehen, wer der beste Paradenanführer ist. Du hast ja nicht mal eine Trommel. Helden brauchen keine Trommel, Nachtninja. Nicht, wenn sie Supermoves drauf haben wie diese. Los, PJ Masks. Geben wir dieser Parade den Rhythmus zurück. Ja! Yeah! Was? Den Ninjalinos gefällt dein Rhythmus. Sie marschieren dazu. Du hast recht, ich kann sie anführen. 1, 2, 3, 4. Schaut links, schaut rechts, drehen und zurück. Und einen Achter bilden. Und Formation. Ninjalinos, in Position. Hört auf, Ninjalinos! Was? Das sind meine Ninjalinos, nicht deine! Sie folgen nur dem besten Rhythmus, Nachtninja. Diese Klebeklatscher werden eure Parade stoppen! Wenn ich nicht die Parade anführe, tut es niemand! Parade, Aufstellung, in einer Reihe! Ich brauche sie zwar nicht, um sie anzuführen, aber ich verhindere, dass du die Parade kaputt machst. Ihr PJ Masks habt alles ruiniert. Tut uns leid, Nachtninja, aber das ist nicht deine Parade, sondern unsere. Und alle wollen, dass sie bunt und lustig ist. Und deshalb haben wir dich gestoppt. Diesmal mögt ihr mich aufgehalten haben, aber nächstes Mal wird es nicht so leicht werden. Hey, Jungs, fangt! Das ist ziemlich cool. Ich hatte so Angst, dass ihr meine Kräfte einsetzt, dass mir gar nicht aufgefallen ist, wie viel Freude es macht, sie zu teilen. Danke, dass du uns das Fliegen beigebracht hast. Das ist ein echter Knaller. Und es macht viel mehr Spaß, als ich dachte. Seht nur, das ist Romeo. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir sind unglaublich. Romeo, du wirst unsere Kräfte nicht länger nutzen. Was wollt ihr denn tun? Etwa mal einen PJ-Kräftekopierer zerstören? Den zu bauen hat viel Zeit gekostet, damit er eure Kräfte freisetzt. Hey, ist eine gute Idee. Ups, das würde natürlich gehen. Aber was wollt ihr ausrichten gegen meine Super-Gecko-Muskeln? Und nicht vergessen, immer mir folgen. Jetzt hoch! Super-Eidechsen-Griff! Ihr habt Romeo gehört. Wir müssen uns bloß dieses Gerät schnappen. Und jetzt rechts. Olet! Super Katzentempo! Wow. Und jetzt umzingelt ihn. Super Katzensprung! Jetzt setzt eure Super-Eulenflügel ein. Wir pusten ihm den Kräftekopierer einfach aus der Hand. Eulenflügel wind! Es funktioniert! Schlagt schneller! Super-Katzentempo los! Super-Eidechsen-Griff! Noch etwas fester!
besiegt PJ Masks. Aber ich brauche eure Babykräfte nicht, um die Welt zu erobern. Ihr werdet schon sehen. Bis dann. Niemand tut meinen Freunden was an. Runter. Super Katzensprung. Ah, dir werde ich's zeigen, Biker Boy. Katzenschrei. Deckung. Also werde ich sie alle platt machen. Unglaublich, Catboy. Du hast uns alle gerettet. Danke. Mein Fahrrad war auch ziemlich toll. Vielleicht ist es doch so cool wie mein Katzenflitzer. Schön, dass es dir jetzt gefällt, denn unsere Superfahrzeuge werden gleich geschrottet. Das werde ich schon verhindern. Nachdem ich weiß, wie cool mein Fahrrad ist, kann ich es noch vor Romeo zum Labor schaffen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo. Lass die Fahrzeuge runter, Romeo! Ah! Bleib zurück, Pyjama-Plagegeister! Oder ich verschrotte eure Fahrzeuge zu Konservendosen! Wo ist er hin? Ja! Huh? Super Katzenfahrrad! Nein! Ich hab sie! Damit kommt ihr nicht durch. Dann steuere ich meinen Magneten eben von meinem Labor aus. Du kannst unsere Fahrzeuge ruhig platt machen. Aber damit schrottest du auch dein Labor. Denn ich weiß jetzt, wofür diese Knöpfe hier sind. Ah. PJ Masks, los! Beschuldigen. Das ist nicht deine Schuld, sondern meine. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Richtige Helden nehmen die Schuld auf sich und richten es wieder. Super Gecko Muskel! Es ist meine Schuld, dass Luna Girl Camerons Auto hat. Ich habe es nachts draußen gelassen. Ist schon gut, Gecko. Wir holen es gemeinsam zurück. Und ich glaube, ich weiß auch schon wie. Das Auto, dann bekommst du es wieder. Na gut. Nächstes Mal besiege ich euch, Pyjama-Plagegeister. Gecko? Ich drehe nun noch schnell eine Runde mit Camerons Auto. Echt ganz schnell, okay? Danke. Cooles Chamäleon. Ups, Superstärke. Mein Fehler. Wir kriegen das sicher bis morgen früh geregelt. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Wohin der Wind sie trägt? Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Wind sie in die richtige Richtung weht. Ich weiß, was wir tun, aber ich brauche so viel gärtnerische Unterstützung wie möglich. Und was hast du vor? Kommt mit! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Bereit
Gecko. Es wird Zeit für unsere Operation Unkrautwind. Bereit, Catboy? Bereit. Super Eulenflügelwind. Sie, alle Samen. Ach ja, dann seht mir zu, wie ich neue wachsen lasse. Und jetzt probieren wir deine Idee aus. Normale Pflanzen lieben viel Licht und Wasser. Aber dieses Mondunkraut vielleicht ja nicht. Yay! Es funktioniert. Pyjama-Plagegeister! Ich komme wieder! Wir haben es geschafft! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Und der Preis für die beste Sonnenblume geht an... Amaya! Ja! Ablenkungen diesmal. Ihr habt mich fast erwischt, Meister. Hör auf zu jammern und hilf mir, sie einzufangen. Nur ein bisschen schneller. Mich kriegst du nicht, Roboter. Flatternde Federn. Er hat sie erwischt. Ich muss Romeo ablenken, bis Gecko diese Uhr gestoppt hat. Aber Meister, ich hab sie doch schon geschnappt. Beschwerst du dich wieder? Hauptsache, wir haben das Spatzenhirn langsamer gemacht. Fang mich doch, wenn du kannst, Romeo. Superkatzentempo. Hör auf, mich abzulenken. Ich muss noch diese Stadt langsamer machen. Du schon wieder? Aber diesmal lenkst du mich nicht ab. Super Katzensprung! Verlangsame ich die ganze Stadt. Oh nein! Leute, das nenne ich eine Party. Oh. Das wird der Kracher. Super Gecko-Muskel. Was? Yay! Du hast es geschafft, Gecko. Wie bist du raufgekommen? Du bist doch noch langsam. Ja, ich bin langsam, aber ich habe mich nicht ablenken lassen und war rechtzeitig hier oben. Oh oh. Weil du jetzt auch tollpatschig bist, Romeo, musst du alle von der Tollpatschigkeit befreien. Niemals! Ich mag vielleicht den Schreckstäuberer, den Dralldreher und den Flutschfinger haben. Aber ich werde nie meinen Tollpatschigstrahler zerstören. Ha, also löst man die Tollpatschigkeit auf, indem man den Strahler zerstört. Nein, das habe ich damit nicht gesagt! Wow! Zu spät. Du hast es bereits verraten, Romeo. Wow! Ha, ihr seid zu tollpatschig. Schaut mal, wie ich abhaue. Hier lang. Nein, Moment. Links. Oh, tu, was ich dir sage, du freches Labor. Er ist zu tollpatschig, um wegzufahren. Wow, aber
Wie können wir ihn so aufhalten? Ich hab's. Als wir versuchten, nicht tollpatschig zu sein, waren wir noch tollpatschiger und haben mit dem Katzenblitzer einen Unfall gebaut. Richtig. Also müssen wir unsere Tollpatschigkeiten Flutschfinger, Dralldreher und Schrägstolperer benutzen. Tollpatschigkeitskraft sozusagen. Cooles Chamäleon. Aber Romeos Labor fährt im Zickzack. Es ist entscheidend, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Da kommt es. Fertig und los. Super Gecko Flutschfinger. Schrägstolpernde Katzenrolle! Dreh-Dreh-Kraft! Super Flutschfinger! Moment, wartet, bis der Strahl nicht mehr wirkt. Oh, puh. Hey, ich kann wieder geradeaus gehen. Aha, ihr Pyjama-Helden habt alles kaputt gemacht. Romeo, ich komme. Ich dachte, ihr wärt keine Freunde mehr. Negativ. Ich war nur eifersüchtig, weil er seine ganze Zeit mit dem Teil verbracht hat, das er Robetta nennt. Deshalb hast du also die Spielplatzgeräte geklaut. Aus Eifersucht. Wenn wir dir helfen, Romeo zu retten, bringst du sie dann zurück? Bestätigt. Super, denn ich habe einen Plan. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Oder sollte ich sagen, Helden? Die Weltherrschaft übernehmen. Lass mich sofort runter! Niemals! Die Weltherrschaft übernehmen. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Bleib da stehen, Robetta. Meister Feng und Kick McGee sind an dem Fall dran. Lass Romeo sofort los. Niemals. Es ist vorbei. Ihr wollt ihn fangen. Wow! Funkelblitz, super fangen. Hab ihn. Gut gefangen, Eul. Ich meine Funkelblitz. Ah, bis dann, ihr Pyjama-Affen. Ouch. Hallo, ich bin Robetta. Wollen wir Freunde sein? Oh, ihr Pyjama-Plagegeister, ihr habt mich so weit weg abgesetzt, obwohl es hier locker auch möglich gewesen wäre. Romeo. Roboter, mein alter Freund. Es ist so schön, dass du wieder mit mir sprichst. Oh, Freunde, ja. Mögt ihr ein Happy End auch so? Kriege ich eine Umarmung? Mal sehen. Aber zu Hause muss ich dich erstmal total umprogrammieren. Kommt schon, verschwinden wir von ihr. Bestätigt, nachdem die Spielplatzgeräte wieder an ihrem Platz sind. Also gut, diese PJ Masks kommen mir immer wieder in die Quere. Hallo, ich bin Robetta. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Hey, und du meinen? Passt auf! Boah, ist das schwer! Eine Catboy-Kopie, Meister. Das ist eine Katastrophe. Wieso hast du nicht auf uns gehört? Wir sind ein Team. Schon vergessen? Tut mir leid. Ich hab's vergessen. Und meine Kopien erst recht. Entschuldigung. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo. Wenn wir meine Kopien befreien, sind wir genügend Leute, um die Roboter zu besiegen. Irgendeine Ahnung wie, Team? Ich habe eine tolle Idee. Die PJ Masks sind da drüben, hinter den Bäumen. Lasst die Catboys los und schnappt sie euch. Halt, ihr Blechdosen! Bin gleich da! Das ist eine Falle! Okay, Catboys, jetzt kommen eure Baumstammerfindungen. Hallo! Au, ouch! Oh, ouch! Oh! Ja! Hier kommt der Rest. Alle auf eure Position. Kommt schon, Roboter! Was führt ihr Pyjama-Plagegeister im Schilde? Oh! Oh! Oh!
jetzt der Letzte. Super Katzentempo. Schnapp dir die Katze, Roboter! Nein, 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 nein! Geh runter von mir! Wir haben es geschafft. Jetzt streng deine Gecko-Muskeln an. Aber wenn ich das blinkende Ding rausziehe, verschwindet ihr. Wir verschwinden nicht. Wir sind dann wieder gemeinsam ein Catboy. Das nenne ich ein Team. Tu es, Gecko. Super Gecko-Muskeln! Ja! Da ist er. Er braucht unsere Hilfe. Haltet durch, Gecko! Tut mir leid, dass ihr mir helfen musstet. Jetzt bewacht niemand das Hauptquartier. Nachtninja wird gewinnen. Ich habe gar keinen Super-Gecko-Spürsinn. Du hast doch schon super coole Kräfte. Wie Super-Tarnung und Super-Eidechsengriff. Und die sind genauso beeindruckend wie du. Ihr habt recht. Danke, Leute. Ringendes Reptil. Das ist der Mega-Miau-Alarm. Er hat unsere Flagge, aber noch nicht gewonnen. Er muss sie erst noch zu seiner Basis bringen. Das Gecko-Mobil klebt fest, aber wenn wir ein anderes Fahrzeug nehmen, können wir ihn noch überholen. Und ich kann ihn aufhalten. Nicht mit dem erfundenen Spürsinn, sondern mit meinen eigenen Kräften. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Sobald ich die Flagge aufgestellt habe, gehört die Schule und das PJ Masks Hauptquartier für immer mir. Ihr kommt zu spät, PJ Masks. Kommt, Ninjalinos. Ich habe gesiegt. Wie es scheint, ist er einfach zu schnell, Catboy. Niemals können wir ihn daran hindern, noch zu gewinnen. Schade, dass euer kleiner Eidechsenfreund nicht da ist, um sich vor dem mächtigen Ninja-Sieger zu verneigen. Aber meine Ninjalinos können es. Was ist hier los? Wo ist meine Flagge? Oh. Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, Nachtninja. Aber das kann nicht sein. Du warst doch gefangen. Bis meine Freunde mich gerettet und hier in Super-Gecko-Tarnung abgesetzt haben. Dann habe ich mir diese Flaggen geschnappt. Easy peasy Echsen einfach. Und jetzt entschuldige uns, wir müssen auch die Flaggen auf unsere Basis stellen und ein Spiel gewinnen. Ja. Die PJ Masks haben gewonnen. Das ist eure Schuld, Ninjalinos. Ihr habt meine Nacht-Ninjas Ninja-Nachtschule nicht verdient. Böse Schüler. Du hast es geschafft, Gecko. PJ Masks, wir haben toll gewettet. Denn in der Nacht wurde die Schule gerettet. Habt recht. Er kann zwar ganz gut fliegen, aber jetzt werde ich ihm zeigen, worum es beim Fliegen wirklich geht. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ja! Denk schnell nach, Eulette. Sie hängen am Hauptquartier fest. Und das bedeutet... Zieht! Ja! Catboy, auf mein Kommando! Nase hoch und Vollgas voraus! Fertig! Zieht! Na endlich! Seid ihr gekommen, um euren kleinen Turm einstürzen zu sehen? Nicht, solange ich fliegen kann. Catboy, behalte Nerven und Flügel unter Kontrolle und folge mir! Wenn ich sage runter, drückst du den Hebel fest nach vorn. Runter! Schnappt sie euch! Und jetzt hoch und quer! Spiral, komm nach rechts! Fangt sie, Ninjalinos! Jetzt müssen wir die Flugzeuge erwischen. Gecko, wir brauchen deine Superstärke. Catboy, folge mir. Kommt näher und bleibt ruhig. Super Gecko-Muskel. Bereit zur Landung, fliegender Catboy? Bereit, Captain Eulette. Nächstes Mal kriege ich euch, ihr Pyjama-Plagegeister. Ihr werdet schon sehen. Jetzt holt mich hier runter, Ninjalinos! Cooles Chamäleon, das war super! Du bist die beste Pilotin aller Zeiten! Wahrscheinlich ist es so. Leute, schaut mal! Da sind all die anderen Fluggeräte! Und wir haben noch genug Zeit, sie vor morgen früh zurückzustellen. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr!
hinterhältige Betrügerin. Ich sollte doch gewinnen. Ups. Meine Schnelligkeit hat mir nicht geholfen. Wenn wir den Pokal wiederhaben wollen, muss ich mit Ruhe und Geduld vorgehen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Hey, wir haben alle ein Rennen gewonnen. Es ist Gleichstand. Wir brauchen eine letzte, unglaubliche Herausforderung. Und wer die gewinnt, bekommt den Pokal. Okay, wir laufen von hier bis zum Sportplatz auf diesen Riesenbällen. Und was soll daran so unglaublich sein? Ja, das haben wir schon getan. Aber habt ihr dabei auch ein riesiges Ei auf einem Löffel getragen? Ist ja babyleicht. Okay, aber mit Ninjalinos auf unseren Köpfen. Das wird einfach. Der Katzenklo-Bubi wird wieder versagen. Und ich gewinne. Niemals. Ich gewinne. Hey! Wow! Ich weiß, mit Ruhe und Geduld. Mit Ruhe und Geduld, mit Ruhe und Geduld. Gib Gas oder du verlierst, Schleicher! Meine Schuld? Du bist die Schummlerin! Ja! Aha! Danke, Ninjalinos! Diesen Pokal haben wir wieder zurück! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Okay, ich binde die Instrumente an das eine Seilende und Eulette fliegt mit dem anderen Ende zu dir an die Decke hoch. Cooles Chamäleon! Dann kann ich sie mit meinem super Eidechsengriff nach oben ziehen! Star! Ich bin der beste Popstar! Ich kann es nicht fassen, dass er sich für einen Popstar hält. Wir spielen morgen auf der Bühne ein viel schöneres Konzert. Wir? Auf der Bühne? Hast du alle Instrumente rangebunden? Ich glaube schon. Dann soll Gecko sie hochziehen. Ruhe! Hört auf, Unsinn zu treiben und macht euch bereit auf mein fulminantes Finale! Es tut mir echt so leid. Ich habe wieder an morgen gedacht und muss das Seil falsch verknotet haben. Popstar, Popstar, Popstar! Wenn er weiter singt, dann zerspringt die Glasdecke und jedes Fenster in der Stadt. Er ist so stolz, dass er niemals aufhören wird zu singen. Ich darf keine Angst mehr haben, vor anderen spielen zu müssen. Ich suche mir ein Instrument aus. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Katzentempo. Ja? Oh, alle sehen mir zu. Hey, es ist gar nicht so übel. Was macht ihr denn hier hinten? Ninjalinos! Ohne meine Band bin ich kein Popstar. Zu mir! Es ist Showtime, Ninjalinos. Popstar, Popstar, Popstar! Zugset, während ihr damit zu kämpfen habt. Choo-choo, Pyjama-Plagegeister. Schade, dass wir diesen Move nicht gemacht haben. Ich weiß, du hattest recht, Catboy. Ich hatte Angst davor, einen Fehler zu machen. Aber wir hätten dir geholfen. Es war mir zu peinlich. Soll ich dir was sagen? Ich weiß nicht, ob ich unseren Trick verstanden hätte. Überall diese Linien. Total verwirrend.
Deswegen werden wir jetzt was dazufügen. Hä? Wenn wir auf Position sind, machen wir dieses Zeichen und dann schlägst du dein Rad. Hätte ich euch doch nur die Wahrheit gesagt, dann hätte Romeo keine Chance gehabt. Die hat er auch jetzt nicht. Worauf ihr wetten könnt, wir machen jetzt diesen Move. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Superzug, gib dein Schlimmstes. Steige empor, Romeo will. Angriff! Hey, Romeo! Du kommst zu spät, Katzenklo-Bubi. Die Welt gehört mir! Hier drüben, Romeo! Eidechsenfuß? Warum taucht ihr nicht alle gleichzeitig auf? So muss ich alles dreimal erklären. Ihr kommt zu spät! Was rummelt ihr da mit den Händen? Fliegendes Rad, genau zur richtigen Zeit! Wow! Wir sind alle gleichzeitig aufgetaucht, dein Plan ist gescheitert! Nein! Ich wollte doch verstinken. Ups! Meine Maschinen! Nein! Euch kriege ich noch, PJ Masks! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ja! Wer hat den besten Stützpunkt? Natürlich du, Nachtninja. Wir haben ja gar keinen mehr. Unserer wurde zerquetscht. Ein riesiger Fellball? Was haben die vor, mich wegzuekeln? Cooler Schuss, Catboy. Danke, Gecko. Eulette, bist du sicher, dass wir nur die drei Busse ganz unten mit den Fellbällen treffen müssen? Nur drei. Und wenn wir die rausgeschossen haben, fallen auch die anderen Busse runter. Wie gefällt dir das, Nachtninja? Hier kommen noch ein paar mehr für dich. Nein, das ist unmöglich. Ich bin dran. Fahre Eulenkrallen aus. Meine Burg ist die beste. Wow. Super Gecko-Muskeln. Hab dich! Gut gemacht! Fantastisch! Sie war die Beste! Ja, das war sie! PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Hallo, Amaya! Hallo, Leute! Wow, dein neues Fahrrad ist super! Danke! Ist es nicht toll? Oh, warte. Entschuldige. Ich wollte dich nicht traurig machen, weil du noch kein neues Fahrrad hast. Vielleicht sollten wir lieber was anderes machen. Oh nein, fahren wir trotzdem Fahrrad. Gregs neues Fahrrad ist toll, aber ich mag mein altes Rad. Es ist immer noch ziemlich gut. Und es ist schnell. Fangt mich doch. Gecko und das Chaos im Museum. Hallo, Kinder. Seid ihr alle bereit, eure Modellraketen zu bauen? Ja! Ich werde die beste Rakete aller. Was hat er denn jetzt vor? Schnappen wir ihn uns. Jetzt kommt meine große Superrettung, PJ Masks. Kommt mit! Setz ab. Das ist total neu. Und wirklich, meine beste Idee aller Zeiten. Das Netz hast du auch schon mal benutzt. Oh, aber ihr habt das große Ganze noch nicht gesehen. Psst, wie funktioniert das? Ach ja. Ich habe gerade kein gutes Gefühl. Ich werde euch alle in euer albernes Hauptquartier schleudern. Dann bleibt ihr dran kleben und ich kippe euch noch mehr Kleber drauf. Ihr PJ-Klatscher werdet dort für immer kleben bleiben. Das ist alles meine Schuld. Wir würden jetzt nicht in der Klemme kleben, wenn ich meine Superrettung nicht hätte ausprobieren wollen. Wir müssen uns zusammentun, um aus dieser klebrigen Misere rauszukommen. Höchste Zeit, ein Held zu sein! Ah!
Schnell, Gecko, entklebe uns jetzt! Super Gecko-Muskeln! Ja, du bist dran, Eulette. Zeit für abgefahrene Luftakrobatik. Alles klar. Super Eulenflügel. Und jetzt folgt die beste Superrettung aller Zeiten. Und die machen wir gemeinsam. Eulette, jetzt! Hey, Nachtninja, wir kommen! Aber das ist unmöglich. Wie wär's mit einer Runde PJ Masks Bowling? Gute Arbeit, Leute. Das war die abgefahrenste Rettung aller Zeiten. Bist du gar nicht sauer wegen deiner besten Superrettung aller Zeiten? Meine beste Superrettung gegen Nachtninja mit euch gemeinsam. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Das sollte passen. Noch ein bisschen nach links, dann bin ich bereit, den Mond zu gravieren. Ich bin so aufgeregt, Meister. Schalt ihn aus, Romeo. Das ist deine letzte Chance, das Teleskop freiwillig rauszurücken. Eindringling, Alarm! Eindringling, Alarm! Danke, hab's geschnallt. Ist das nicht das raffinierte Chamäleon? Du bist zu spät, welch Unglück. Schau, wie ich mein wunderschönes Gesicht in den Mond brenne. Super, Gecko-Muskeln! Wow! Was war das? Das bin nur ich und meine Super-Gecko-Muskeln. Ich habe ein springendes Labor und ein Roboter. Unmöglich, dass ihr Amateurhelden mich aufhalten könnt. Ihr seid mir voll unterlegen. Du hast recht. Dich abzulenken war nur der erste Teil meines Plans. Der zweite Teil ist mein Joker. Damit hast du nicht gerechnet, was? Ihr arbeitet zusammen mit Luna Girl? Sie will dich genauso dringend aufhalten wie wir. Lass den Mond in Ruhe. Gehört mir! Niemals! Luna Girl, es ist Zeit für den dritten Teil des Plans. Alles klar! Kitzelangriff! Aufhören! Stopp sie, Roboter! Ha! Niemand entkommt meinem Mondstrahl! Nicht mal du, Roboter! Bestätigt! Die Motten Luna Girl, Romeo und der Roboter sind jetzt alle beschäftigt. Nun zum nächsten Teil meines Plans. Super Gecko-Muskel! Ich kann nicht mit meinem Laser zielen, wenn ich das Teleskop nicht habe. Okay, genug Lachvergnügen. Husch, husch, Motten. Hey, pass auf, wo du hinhüpfst, springendes Labor. Schnapp das Teleskop, Roboter. Zu spät, Blechbüchse. Super Katzentempo. Erledigt. Berechnung nicht möglich. Berechnung nicht möglich. Das kann nicht sein. Es ist vorbei, Romeo. Das Teleskop kann dir jetzt nicht mehr helfen. Wir haben dich besiegt. Einen Schritt nach dem anderen. Ich habe immer noch meinen Weltraumlaser. Darin, lass ihn los. Na, wenn du das willst. Not! Okay, auch wenn ich's vermassle, ich lass euch nicht hängen. Höchste Zeit, dein Held zu sein. Los jetzt, Catboy, du schaffst es! Wow! Es funktioniert, wie ich sehe! Als große Lachnummer! Die Bühne hat sie jetzt auch? Der Tanzwettbewerb ist nun mehr als gefährdet. Aber ich werde den Wettbewerb retten. Es ist mir egal, wie albern ich aussehe. Du solltest dich damit bei einer Comedy-Show bewerben! Ist schon gut, Catboy. Bad war nötig. Albern oder nicht, jetzt komme ich. Wirbelnder Tornado! Was? Nein! Gut gemacht. Du hast es geschafft. Na! Retten wir den Schulball. Was? Nein! Super Gecko-Muskel! Ihr penetranten PJ-Party-Pups, lasst mir nie meinen Spaß! Weißt du was? Du hast ein gutes Rhythmusgefühl. Wirklich?
Das sagst du nicht einfach nur so? Ich mein's ernst. Zeig uns deine Moves. Stampf weiter und dann machen wir den wirbelnden Tornado. Au ja, das gefällt mir. Schau sie dir an. Catboy kriegt die Drehung richtig gut hin. Bringe mir jetzt die Sachen zur Schule zurück. Lunagirl wird es wohl nichts mehr ausmachen, weil sie so viel Spaß hat. PJ Masks ruft laut Hurra! Jetzt wird die Party doch noch wahr! Tut mir so leid. Ich hätte den Stein ins Hauptquartier bringen sollen. Hab ich aber nicht. Der Stein hat euch beinahe erwischt. Ist schon gut. Wir sind entkommen und das Hauptquartier steht wieder. Aber ihr seid in Gefahr gewesen. Jeder ist in Gefahr, solange dieser Stein noch rumpoltert. Ich fürchte, du hast leider recht. Macht euch zum Staunen bereit! Wenn wir das hier verwenden, wird der Stein noch viel härter aufschlagen. Niemals! Höchste Zeit, ein Held zu sein. Wir hatten schon genug Ärger mit diesem Stein. Niemand hält mich auf, Eidechsenbubi. Das Medaillon wird mir gehören. Gecko, nein! Lauf! Weg mit dir von hier! Super Gecko! Wow, das war aber wirklich ein mega harter Schlag. Ja, ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Ich habe mich vorher noch nie so stark gefühlt. Weil du uns vor dieser Gefahr retten wolltest, Gecko. Und dafür hast du deine ganze Superstärke rausgeholt. Ihr habt recht. Gib das Medaillon zurück. Es gehört mir. Niemals. Es gehört dir nicht. Aber ich habe den Stein zertrümmert. Ich habe ihn auf euer Hauptquartier geworfen. Du hast ihn geworfen, aber Gecko hat ihn zertrümmert. Mit seiner Superkraft. Aber das ist doch Unsinn. Wie kann eine Eidechse stärker sein als ich? Weil wahre Stärke darin liegt, sich um seine Freunde zu kümmern. Wo bleibt denn da der Spaß? Na gut. Ihr Baby-Masks könnt es behalten. Aber ich komme wieder, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Und euch schicke ich in diesen alten Bergtempel zurück, wo ihr noch mehr trainieren müsst, Ninjalino. Du hast dieses Medaillon definitiv verdient, Gecko. Danke. Aber es stammt von weit her und es gibt eine Legende darüber. Wer braucht denn schon ein Medaillon? Ich gebe es dem Museum, dann können es alle bewundern. Cool. Und vielleicht kannst du irgendwie anders deine Stärke beweisen, bevor wir fertig sind. Mhm. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Höchste Zeit, ein Held zu sein! Husch! 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 Puh, danke, Gecko. Aber was machen wir jetzt? Ich weiß, wie wir sie stoppen können. Ich muss nur meinen Spezialstein hochwerfen. Tut er auch. An meinem Stückchen Mond. An meinem Spezialstein. Großartige Idee, Gecko. Nicht mehr lange, du grüner Gremlin. Eulenflügelwind. Hey! Schnell, während sie beschäftigt ist, holen wir uns die anderen Magnetsteine wieder. Super Katzensprung. Ich hab ihn. Aufhören, ihr Steindiebe. Nein, die gehören mir, mir allein. Hab ihn. Wir haben alle Steine. Dein Magnet ist jetzt nicht mehr stark genug, um den Mond zu klauen, Luna Girl. Ha, aber noch stark genug, um das hier zu machen. Und ich bin stark genug für das hier. Super Gecko-Muskel. Und weg mit dir, Luna Girl. Na, das werdet ihr mir büßen. Gut, der Mond bleibt dort, wo er hingehört. Und ohne diese Steine hat ihr Mondmagnet nicht mehr die Kraft, ihn nochmal zu bewegen. Es war wirklich tapfer von dir, deinen Spezialstein zu opfern. Geht's dir auch gut? Ja, aber wir haben immer noch ganz schön viel aufzuräumen. Es liegen ein ganzer Zug und eine Rakete vor dem Museum. Das machen wir gemeinsam. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Halt dich an mir fest, Gecko!
Angelinos, rauf mit euch und macht sie schwerer. Den schnapp ich mir. Ich kann sie flicken. Meine Skulptur ist zerstört, aber ich kann die von Nachtninja retten und auch die Kunstwerke der anderen. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Überlasst Nachtninja mir. Geht rein und sichert die Kunstwerke. Super Katzentempo. Hey! Hey, was machst du da mit meiner Hand? Ich habe mich gefragt, ob ich dir helfen kann. Du weißt schon, zur Hand gehen. Verstehst du? Ich kann sie nicht mehr lange halten. Super, super Gecko-Muskeln. Eulenflügelwind. Siehst du, Nachtninja? Sie ist geflickt. Jetzt willst du sie doch nicht mehr zerstören, oder? Meine Schöpfung, sie ist wirklich repariert. Gar kein der Gecko. Das war knapp. Stimmt, Eidechsenfuß. Zum Glück wurde meine Statue gerettet. Und jetzt zu meinem ersten Plan. Wir holen uns die Kunstwerke und werden sie ein für alle Mal los. Zu spät, Nachtninja. Die Kunstwerke sind dort versteckt, wo du sie niemals finden wirst. Was? Jetzt müssen wir die restliche Nacht alberne Tagkinderkunstwerke suchen, um sie dann erneut zu stehlen? Genieß doch einfach deine eigene wunderschöne Statue. Wenn ich sie mit nach Hause nehme, kann ich mich von überall aus sehen. Und das auch noch die ganze Zeit. Rollt sie weg, Ninjalinos! Aber behaltet das in Erinnerung. Ich bin der größte Künstler aller Zeiten. Vielleicht der größte Nachtschurkenkünstler aller Zeiten. Gut hingekriegt, Eulette. Du hast uns aus der Klemme geholfen, weil du seine Statue repariert hast. Nur schade, dass sie niemand zu sehen bekommt. Ich finde, sie ist ziemlich gut. Hast wahrscheinlich recht, aber ich freue mich schon auf die Kunstwerke der anderen. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr! Höchste Zeit, ein Held zu sein. Super Eidechsengriff! Aha, da bist du ja! Niedlich, aber du entkommst mir nicht ewig. Du hältst dich wohl für schlau, oder? Aber dein Glück verlässt dich bald. Gut gemacht, Gecko. Aber wie kriegen wir jetzt Romeos Maschine? Keine Sorge, ich weiß doch, wie wir das Problem lösen. Spring weiter, Eidechsenfuß. Ich werde dich bald mit meiner Anti-Schwerkraftmaschine erwischen. Cooles Chamäleon. Genau so etwas habe ich gesucht. Jetzt habe ich dich. Das Schild ist viel zu klein, um dich zu schützen. Ja, aber ich benutze es nicht als Schild, sondern als Spiegel. Hey, Romeo, du würdest mich nicht mal treffen, wenn ich 3 Meter groß wäre. Volltreffer. Nein! Meine Anti-Schwerkopfmaschine, bleib her! Los, Gecko, dir! Ja. Nein! Ja! Leg den Schalter um, Catboy! Es wird Zeit, dass die Dinge wieder Boden unter die Füße kriegen. Nein, nein, nein! Du ruinierst meinen Plan! Ich kann wieder fliegen! Ja! Das Hauptquartier steht wieder auf der Erde. Jetzt bist nur noch du an der Reihe, Catboy. Gib mir meine Anti-Schwerkraftmaschine! Niemals! Ich glaube, es wird Zeit, dass dieses Teil für immer und ewig wegschwebt. Catboy, drück auf den Schalter! Nein! Dass ihr meine unglaubliche Maschine weggeschossen habt, wird euch noch leid tun. Ja! Kra, kra, kra! Catboy, wir müssen Luna Girl einholen. Gut gemacht, Gecko! Oh, hier hätte ich auch aufräumen sollen. Super Gecko-Muskel! Oh, du hältst das für ein Spiel? Braves Vögelchen. Hä?
Catboy und Soilette brauchen meine Hilfe. Und du hast mich auf eine Idee gebracht. Nicht alle Festwagen, aber deinen Lieblingsfestwagen kann ich dir noch wegnehmen. Komm, Mondbord! Jetzt haben wir dich, Luna Girl. Glaubt ihr, ich lasse mich von Dosen aufhalten? Eure Gehirne wurden wohl auch geschrumpft. Gemacht, Gecko. Aber wie locken wir diesen riesigen Vogel wieder an? Okay, kein Supervergrößerer mehr. Ich bringe ihn ins Hauptquartier zurück und beseitige dort meine Unordnung. PJ Masks ruft laut Hurra! Vorbei ist jetzt mit der Gefahr!